Wie hat Barty Crouch Jr. den Unsichtbarkeitsumhang bekommen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den legendären Heiligtümern des Todes, Barty Crouch Jr. und den Methoden der Unsichtbarkeit beschäftigen. Insbesondere werden wir uns auch damit auseinandersetzen, welche Arten von Unsichtbarkeit erreicht werden können und wie Barty Crouch Jr. an einen Unsichtbarkeitsumhang gelangen konnte. Wenn es um die magische Welt von Harry Potter geht, ist es wichtig zu wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Unsichtbarkeit zu erlangen. Der legendäre Unsichtbarkeitsumhang ist nur eine von vier Möglichkeiten, sich vor dem bloßen Auge zu verbergen. Unsichtbarkeit ist die magische Fähigkeit, unsichtbar und unentdeckbar zu werden. Um dieses nützliche Kunststück zu vollbringen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, angefangen mit dem Hauptthema des heutigen Videos, Unsichtbarkeitsmäntel natürlich. Diese werden aus speziellen Materialien hergestellt und haben die Fähigkeit, den Träger unsichtbar zu machen. Der berühmteste von ihnen ist der Unsichtbarkeitsumhang der Heiligtümer des Todes, der zu den drei mächtigsten Gegenständen in der Welt der Zauberer gehört. Es wird gesagt, dass er den Träger völlig unsichtbar macht und gegen Zaubersprüche resistent ist. Als nächstes haben wir den Trank der Unsichtbarkeit, einen hochentwickelten Trank, der, du hast es erraten, den Trinker für kurze Zeit unsichtbar machen kann. Das Rezept für diesen Trank ist äußerst kompliziert und erfordert einen erfahrenen Trankbrauer, um ihn richtig zuzubereiten. Bekannte Zutaten sind Kirschen, Hühner, Spinnen, eine springende Fliegenpilzkappe, ein Knötterichzweig und ein Trollknochen. Um die Vorteile des Trankes zu nutzen, kann er entweder getrunken oder in der Nähe der Person, die sich verstecken will, zerschlagen werden. Der Zauber der Desillusionierung. Der Desillusionierungszauber ist ein Zauber, der auf eine Person oder einen Gegenstand gewirkt oder aufgezwungen werden kann, um ihn mit seiner Umgebung zu verschmelzen und weniger sichtbar zu machen. Man denke an Chamäleons. Der Zauber erzeugt die Illusion, dass die Person oder der Gegenstand transparent oder getarnt ist, was es schwer macht, sie zu erkennen. Dieser besondere Zauber hat jedoch seine Grenzen. Der Zaubernde muss in der Lage sein, den Gegenstand oder die Person zu sehen, die er verzaubern möchte, und er macht den Gegenstand oder die Person nicht vollständig unsichtbar, was ihn zu einer weniger nützlichen Alternative zum Trank der Unsichtbarkeit oder zum Unsichtbarkeitsumhang macht. Außerdem kann der Zauberer durch starke Lichtquellen oder plötzliche Bewegungen unterbrochen werden, was ihn in bestimmten Situationen weniger wirksam macht. Es ist ein anspruchsvoller Zauber, der ein hohes Maß an Geschicklichkeit erfordert, aber er kann äußerst nützlich sein in bestimmten Situationen. Die letzte Möglichkeit, unsichtbar zu werden, ist Apparieren, die magische Fähigkeit, sich augenblicklich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Wenn jemand appariert, verschwindet er von einem ursprünglichen Ort und taucht an einem neuen Ort wieder auf. Obwohl es technisch gesehen nicht um Unsichtbarkeit geht, kann sie auf ähnliche Weise eingesetzt werden, diese Fähigkeit, um nicht entdeckt zu werden oder sich vor jemandem zu verstecken. Nach dieser Aufzählung von Unsichtbarkeitsmethoden sollte die wichtigste Erkenntnis sein, dass die Umhänge der Unsichtbarkeit bei weitem die nützlichste und effektivste Methode sind. Das bringt mich zum berüchtigten Todesser Barty Crouch Jr., Sohn von Barthemius Crouch Senior und meisterhafter Imitator von Mad-Eye Moody. Mit der Hilfe seiner Mutter konnte Barty Crouch Jr. aus Azkaban entkommen, indem er sich mit Vielsaft trank, als sie verkleidete. Dadurch blieb er aus Sicht des Ministeriums weiterhin in seiner Zelle in Azkaban eingesperrt, aber es war natürlich seine Mutter, die in der Zelle saß. Nach seiner Flucht musste Crouch Jr. versteckt bleiben. Und was ist die beste Ausrüstung, wenn man sich verstecken will? Natürlich ein Unsichtbarkeitsumhang. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher hat Barty Crouch Jr. ein solch mächtiges Artefakt bekommen? Ob es aufgrund seiner geistigen Instabilität oder seines tatsächlichen Glaubens an den dunklen Lord war, behauptete Barty Crouch Jr., dass er eines Tages aus dem Anwesen der Familie Crouch entkommen, Voldemort finden und ihm helfen würde, wieder an die Macht zu kommen. Aus diesem Grund musste Barty Crouch Senior verzweifelte Maßnahmen ergreifen und den mächtigen Imperius-Fluch einsetzen. So wurde Barty Crouch Jr. gezwungen, Tag und Nacht einen Unsichtbarkeitsumhang zu tragen, während er vor seiner Hauselfe begleitet wurde, die ihn beschützte und sich um ihn kümmerte. Er verbarg seinen Sohn sorgfältig unter einem Unsichtbarkeitsmantel, den er in seinem Büro aufbewahrte. Als Barty Crouch Jr. schließlich aus den Fängen seines Vaters entkam, stahl er den Mantel mit Hilfe seines Wissens über die Gewohnheiten und Verhaltensweisen seines Vaters. Daher stammt der Mantel. Nun fragen sich vielleicht einige von euch, hatte nicht auch Harry den Unsichtbarkeitsumhang? Wie konnten sie beide ihn haben?
An dieser Stelle herrscht oft Verwirrung. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Unsichtbarkeitsmänteln und dem Umhang der Unsichtbarkeit. Herkömmliche Unsichtbarkeitsumhänge werden aus dem Haar einer Demiguise hergestellt, einer magischen Kreatur, die die Macht besitzt, unsichtbar zu werden. Diese Unsichtbarkeitsmäntel können in einem Geschäft gekauft werden und sind nicht besonders selten. Das Hauptproblem beim Kauf ist der Preis. Dennoch verblassen diese Umhänge im Vergleich zu dem legendären Unsichtbarkeitsumhang, den Harry besitzt. Denn während diese gekauften Umhänge zwar beeindruckend sind, verlieren sie allmählich ihre Wirksamkeit, wenn die Haare undurchsichtiger werden. Dieses Thema wird von Ron in den Büchern angesprochen. Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, aber ich habe gehört, dass sich Zaubersprüche von Umhängen abnutzen, wenn sie alt werden, oder dass sie von Zauberern zerrissen werden, sodass sie Löcher haben. Harrys gehörte dem Vater. Es ist also nicht gerade neu, aber er ist einfach perfekt. Außerdem sind diese gekauften Umhänge bei weitem nicht so stark wie der legendäre Unsichtbarkeitsumhang. Es wird gesagt, dass der Umhang der Legende nach so mächtig ist, dass selbst der Tod ihn nicht entdecken kann. Die Ursprünge des Umhangs lassen sich auf Ignotus Peverell zurückführen, den jüngsten Bruder aus dem Märchen der drei Brüder, eine Geschichte, die den Ursprung jedes Heiligtums des Todes beschreibt. Die Handlung dreht sich um drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeitspanne zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt haben, überreicht ihnen eine Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, drei Geschenke: den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Umhang der Unsichtbarkeit. Kurz gesagt, jeder Bruder wählte eines der Geschenke, die ihm der Tod überreicht hatte. Ignotus, der Jüngste, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Cadmus, der mittlere Bruder, wählte den Stein der Auferstehung und Antioch, der Älteste, nahm den Elderstab. Gemäß der Saga von den drei Brüdern. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder, was er sich wünschen würde. Der jüngste Bruder war der bescheidenste und auch der weiseste unter den Brüdern und traute dem Tod nicht. Also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, diesen Ort ohne die Verfolgung durch den Tod zu verlassen. Der Tod gab ihm widerwillig seinen eigenen Tarnumhang. Die Wahl des Umhangs erlaubte es dem dritten Bruder, den Rest seines Lebens in Frieden zu verbringen, im Wissen, dass der Tod ihn nicht finden konnte. Dies ermöglichte es auch Ignotus, den Umhang an seine Nachkommen weiterzugeben. Erst als er ein hohes Alter erreicht hatte, nahm der jüngste Bruder schließlich den Umhang der Unsichtbarkeit ab und übergab ihn an seinen Sohn. Alle drei Heiligtümer des Todes spielten eine wichtige Rolle in der Harry Potter Geschichte. Und während der Elderstab eine entscheidende Rolle in der Handlung spielte, erwies sich der Unsichtbarkeitsumhang am Ende als das nützlichste Heiligtum für Harry. Eine Ironie, da er ihm von seinem Vater übergeben wurde. Nach James' Tod wurde der Umhang sicher aufbewahrt, bis Harry alt genug war. Dumbledore schenkte Harry den Mantel anonym im Stein der Weisen. Harry hob das glänzende silberne Tuch vom Boden auf. Es fühlte sich seltsam an, wie Wasser, das in einem Stoff eingewoben war. "Es ist ein Unsichtbarkeitsumhang", sagte Ron mit einem ehrfürchtigen Ausdruck im Gesicht. In den Büchern erklärte Dumbledore Harry die Herkunft des Umhangs. Der Umhang ist, wie du jetzt weißt, durch die Jahrhunderte gereist, vom Vater zum Sohn, von der Mutter zur Tochter, bis hin zum letzten lebenden Nachkommen von Ignotus, der wie Ignotus im Dorf Godric's Hollow geboren wurde. Dumbledore lächelte Harry an. Ich? Du. Du hast es erraten. Ich weiß, warum der Umhang in der Nacht, in der deine Eltern starben, in meinem Besitz war. James hatte ihn mir erst ein paar Tage zuvor gezeigt. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.